Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gelesen. Gummifisch versus Köderfisch. Welcher Köder fängt besser Zander? Und ich werde das hier heute testen an einem wunderschönen Natursee mitten in Schweden. Da vorne liegt das Boot, mit dem ich gleich rausfahren werde. Ich werde ein paar Kanten absuchen. Und ja, ich habe roughly 6-7 Stunden Zeit, bis die Sonne untergeht. Jetzt ist es 14 Uhr. Ich denke, bis dahin sollten wir es auf jeden Fall schaffen, den ein oder anderen Zander hier raus zu überreden. Ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal die Sachen, dann fahren wir los. Ich habe eine Rute dabei, die ich quasi als toten Köderfisch rauslegen werde. Und mit der anderen Rute werde ich aktiv mit Gummifisch quasi auf Zander Spin fischen. Und ich bin echt gespannt, was besser funktionieren wird. Ja, ich habe Bock. Ich starte jetzt den Motor und dann geht's los. So, erstmal den E-Motor anmachen. Also Leute, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich mir das hier gedacht habe. Der werde ich quasi aktiv auf Zander jiggen. Und nebenher wird eine Köderfischrute mit einer Dropshot-Montage, ganz einfach, hier ein kleiner Einzelhaken und ein Dropshot-Blei, quasi als tote Rute fungieren und hier über Bord abgelegt werden. Und ich werde einfach den ganzen Tag mit diesen zwei Routen fischen. Und dann werden wir einfach mal schauen, was sich besser eignet und worauf die Zander mehr aktiv sind, worauf man sie mehr ansprechen kann hier jetzt im Hochsommer, denn es ist wirklich richtig heiß, es sind locker 28 Grad. Es ist absolut windstill, also die Bedingungen können eindeutig besser sein, aber ich bin zuversichtlich und meine Vorahnung ist ja, dass der Köderfisch ein bisschen besser fangen wird hier, aber wir lassen uns mal überraschen. Ich mache jetzt erstmal einen Köfi rauf und dann beobachte ich mal ein bisschen den Spot, weil auf dem Echolot ist hier leider noch nicht so viel. So, zum Glück habe ich vorher schon ein paar Köfis organisieren können. Das heißt, ich habe hier jetzt keine Stipperei oder irgendwas. Nehmen wir direkt einfach mal einen raus. Dann nochmal kurz zur Montage von der Köderfischrute. Ich mache hier quasi erstmal einen kleinen Stinger rauf auf den Einzelhaken. Das ist eine ganz normale Dropshot-Montage. Den ziehe ich hier einfach nur rüber und da drüber kommt dann hier, das ist quasi die Screw von einem, jedem normalen Big Bait, in den man den reindreht. Und da ist einfach ein kleines Stück Schrumpfschlauch mit einem Feuerzeug erhitzt, sodass ich das zusammengezogen hat hier oben. Dann mit einer Nadel ein kleines Loch oder mit einem Haken ein kleines Loch durchgestochen. Und das kommt dann einfach hier oben drauf sozusagen. Das blockiert jetzt nicht nur, dass wenn hier ein Fisch drauf ist, dass der über den Haken rüberrutschen kann, sondern man kann über diese Screw den Köderfisch jetzt auch noch raufdrehen, wodurch der Köderfisch einfach stabiler am Haken sitzt, seine Position besser halten kann und auch nicht so einfach runtergerissen werden kann vom Zander zum Beispiel. Dafür nehme ich den nochmal ganz kurz hier ab. So, man dreht quasi diese Screw in den Kopf vom Köderfisch rein und dann kann man den Einzelhaken hier durch und dann den Stinger hier hinten einsetzen. Die ganze Montage sieht dann fertig quasi so aus und mit dieser Montage hatte ich eigentlich mal ganz gute Erfahrungen gemacht, weil der Köderfisch sich da schön lange hält. Den lassen wir jetzt erstmal runter hier, den Kollegen. So, ich werde dann jetzt einfach noch die Rute quasi so, dass sie, jetzt ist er auf dem Grund quasi, und dann eine halbe Umdrehung mehr und dann einfach ablegen. Und dann steht der Köfi so, ja, 10, 15 cm idealerweise über Grund. Und dann kommt es jetzt erstmal an die andere Rute. Die bleibt jetzt draußen, ich werde die beobachten, sobald die Rutenspitze da so ein bisschen, ja, sich ungewöhnlich verhält, sieht man ja, werde ich auf jeden Fall rangehen. Bei der Rute habe ich, bei der aktiven Rute quasi, benutze ich einen kleinen Pickshad, 10 oder 12 cm dürfen das sein, in Orange, schönen Schockfarbe, weil das Wasser ist extrem trüb. Probiere es erstmal damit, gucke, ob ich damit Kontakte bekomme. Ich war gestern Abend hier schon auf dem Teich ein bisschen anfischen und man sieht es hier vielleicht ein bisschen, kleinen Cut auch gehabt, also Reaktionen gab es auf den Bait, deswegen lasse ich den jetzt erstmal dran. Dünne Stahlspitze vorgeschalten, weil es hier eben auch viel Hecht gibt und den werde ich jetzt aktiv währenddessen durchfischen und dann hoffen wir mal, dass demnächst schon der erste Fisch kommt. Biss. Ja, der hängt. Der erste Zander hängt auf die Köfi-Rute, Leute. Boah, ist das geil. Der erste Zetti.
ganz verkehrt ist er nicht von der Größe. Sehr schön. Da ist er, der Erste. Nein! Ausgestiegen! Ausgestiegen! Oh, wie bitter! Nein! Oh, was hatte der vielleicht? 55? Oh, wie bitter! Bin jetzt hier ungefähr eine Stunde am Angeln. Das war der erste Fisch. Trotz Dinger nicht kleben geblieben. Bitter. Aber das macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr, also neuen Köfi rauf. Jetzt mal ein bisschen kleineren probieren. Der ist deutlich kleiner als der zuvor. Echt schade, dass der Zander gerade ausgestiegen ist. Das hätte nicht sein müssen. Also den ersten Biss jetzt auf Köderfisch gehabt. Leider kurz vorm Kescher verloren und hier auf dem Gummifisch noch gar keine Reaktion. Kein Biss, kein Anfasser, gar nichts. Ich werde jetzt gleich auch nochmal den Gummi wechseln, andere Farbe, ein anderes Laufmuster austesten. Aber bisher liegt Köderfisch auf jeden Fall vorne. Jetzt hängt wieder einer. Weg. Es gibt es einfach nicht. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Biss auf die Köderfischrute. Leider ist die GoPro nicht ganz hinterhergekommen. Köderfisch komplett weg. Köderfischrute hat sich auch richtig runtergebogen. Aber ist nicht kleben geblieben, leider. Sehr, sehr bitter. Auf die Gummifischrute immer noch kein Kontakt. Aber immerhin haben die Zander ja irgendwie noch Bock, wie man sieht. Ich hatte jetzt drei Bisse auf die Köderfischrute insgesamt. Ja, die Gummifischrute leider noch gar nichts. Auf dem Echolot sind auch immer mal wieder Sicheln zu sehen, aber der, also der Fisch ist anscheinend da, aber Gummifisch spricht einfach gar nicht so an. Auf jeden Fall die ganze Zeit die Köderfischrute im Blick. Und ja, ich habe leider nicht mehr so viele Köderfische dabei, ist das Ding. Ich habe noch 5, 6 weitere dabei. Und ich hatte jetzt 3 Fische drauf und direkt alle 3 Köfis damit auch verloren gegangen, trotz der Schraube, die ja an dem Haken montiert ist. So Leute, jetzt gab es Fisch auf den Gummi, auf den Gummifisch, auf einen kleinen Köfi, ich denke mal Zander. Sehr schön, jetzt hat der Gummifisch auch mal nachgelegt. Sehr, sehr schön. Na, wo kommt er? Da ist er! Yes! Auf den kleinen Köfi. Köfi Perch hat geregelt. Sehr, sehr schön. Hammerfisch. Richtig schöner Fisch. Geil. Richtig schön, Mann. Das freut mich wirklich. Also, Fazit bis jetzt, Köderfisch zwar mehr Bisse, aber Gummifisch 1:0, was wirklich Fische gelandet angeht. Richtig, richtig geiler Fisch, oder? Und schaut mal, worauf der gebissen hat. Ich zeig den mal kurz hier aus dem Netz, hängt der noch hier auf den kleinen, ich muss den hier mal raustüdeln. So ein kleinen Bait, kleine LMAB, Köfi in, was sind das, 5-6 cm ungefähr. Richtig, richtig cool. Hätte nicht gedacht, dass die so eine kleine Köder nehmen, aber ich habe echt mal auf ganz klein gewechselt, weil die Köderfische, die ich verwende, die sind ja auch ziemlich klein. Von daher habe ich mir gedacht, passe mich einfach mal den Beutefisch an und hat ja echt super funktioniert direkt. Geil, also 1:0 für Gummifisch. Mal schauen, ob die Köderfischrute nachlegen kann. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt nochmal einen neuen Köderfisch hier drauf machen, weil ich glaube, der hier ist ein bisschen zu durchgenudelt. Hier passiert gar nichts mehr seit einer Dreiviertelstunde. Er sieht zwar ganz okay aus, aber wenn man genauer hinschaut, ja, ich weiß nicht, ob der noch so motiviert ist. Von daher, ich habe ja noch ein paar, kommt jetzt einfach mal ein neuer dran. So Leute, neuen Spot angefahren und schaut mal, direkt eine schöne Sichel auf dem Grund. Lasse ich jetzt direkt mal den Köfi runter.
gegen Nachmittag war ein ziemlich gutes Beißfenster. Da, wo die Fische auf dem Köderfisch noch richtig raufgingen und auch auf dem Gummifisch. Jetzt war da so eine Beißflaute von vielleicht anderthalb, zwei Stunden dazwischen. Da ging gar nichts. Ich hoffe, dass jetzt, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, die geht da hinten gerade unter, dass dann die Zander vielleicht noch mal ein bisschen Bock kriegen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich vom Ergebnis eigentlich ja, sogar ein bisschen überrascht. Also ich hätte mir irgendwie gedacht, dass sich ein Favorit klarer rausstellt. Also dass ja, der Gummifisch entweder komplett abräumt oder eben der Köfi. Aber am Ende würde ich eigentlich sagen, dass beides gleich gut gefangen hat, weil den einen Köfi-Fisch habe ich ja kurz vorm Boot verloren. Den normalen Gummifisch Zander dann allerdings landen können. Nimmt sich nicht viel. Ich glaube, mit beiden Methoden fängt man sehr gut Zander. Kommt immer nur darauf an, ein bisschen aufs Gewässer und vor allem, worauf man einfach Bock hat. Also Leute, es ist leider nichts mehr gekommen ansonsten. Fische sind irgendwie, oder die Zander haben dann angefangen richtig rumzuzicken. Keine Bisse mehr, gar nichts. Ich werde jetzt abbrechen an der Stelle. Genau, ich bin sehr zufrieden. Ich habe einen guten Zander fangen können. Ein paar verloren, ein paar ausgestiegen. Einer sogar kurz vorm Kescher verloren. Aber es war ein sehr, sehr geiler Angeltag für mich. Sehr viel Bock gemacht. Wenn euch das Video auch Spaß gemacht hat beim Zuschauen, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao.